So, es gibt mal wieder eine Outdoor-Review, deswegen der andere Untergrund. Und zwar live von den Urban Fit Days in Berlin. Das ist so eine Fitness-Food-Messe. Und da gibt es Protami-Eis. Das wollte ich schon so lange mal probieren. Das gibt es hier aber in Berlin nur in einigen wenigen Fitnessstudios und Supplement-Stores zu kaufen. Und jetzt kann ich es hier das erste Mal probieren. Und das zeichnet nämlich aus, dass es nicht nur so Sorbet ist, sondern eben so richtig geiles Eis in geilen Geschmackssorten, die ich euch gleich noch zeigen werde. Unter anderem eben Peanut Chocolate Chip, was ich jetzt rausgesucht habe. Und die gesund sind sozusagen, weil sie nicht so viel Fett haben und hohen Proteingehalt. Und das könnt ihr jetzt hier auch mal sehen. Also für 180 ml haben wir nur 5,5 Gramm Fett, 22,5 Gramm Kohlenhydrate und 18,4 Gramm Eiweiß. Richtiges Fitness-Eis sozusagen. Und ich habe schon am Stand probieren dürfen, alle Sorten. Ich kann euch sagen, das hier und Banana Chocolate Chip, die sind der Hammer, die schmecken, also die kommen echt an Ben & Jerry's ran und das sind ja krass andere Nährwerte. In dem Prospekt sind die anderen Sorten, ich zeige euch die gleich noch und sage euch ein bisschen was zum Geschmack. Jetzt probieren wir aber erstmal live das hier, weil es sind heute 33 Grad und es ist pralle Sonne hier. Die Verhältnisse sind nicht so gut für Eis, ich zeige es euch mal. Deswegen mache ich das Ganze jetzt mal auf. Steht auch, es ist ein Löffel im Deckel. Ich mache es jetzt aber erstmal. Boah, ich kann es einhändig. Genau, hier steht auch Follow Us. Oh, das ist aber süß gemacht. Hier ist der Löffel drin, aber es ist wieder so ein blödes Holzstäbchen. Das mag ich ja nicht, deswegen nehme ich den, den ich mir vom Stand mitgenommen habe. Und das ist das Eis. Es sieht vielleicht erstmal ein bisschen unspektakulär aus von der Farbe und nicht so lecker. Aber ich kann euch sagen, es schmeckt lecker und es ist jetzt auch schon ganz gut angetaut, glaube ich, dass ich es mal probieren kann. Hier also diese kleinen Schokostückchen. Und die sind richtig, richtig lecker, knackig. Das schmeckt sehr gut. Die Eismasse selbst ist natürlich ein bisschen wässrig, das seht ihr, weil es natürlich nicht so ein hoher Fettgehalt, keine Sahne oder so drin. So sieht's aus. Ein bisschen Lufteinschlag auch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Gramm-Milliliter-Verhältnis ist. Müssen wir gleich nochmal drauf schauen. Auf jeden Fall ist die Eismasse, die ich jetzt mal probieren werde. Die Schokostückchen schmecken sehr lecker. Nach Schokolade und nicht zu süß. Und das ist jetzt die Erdnussbutter-Eiscreme. Und sie schmeckt sehr lecker nach Erdnuss. Ist natürlich nicht so ein Sahne-Eis, das müsst ihr wissen. Ihr seht es ja auch hier. Ist schon auch mit Wasser versetzt, mit ganz mageren Sachen. Aber es ist eben trotzdem recht cremig durch die Luft, die drunter geschlagen ist. Und es ist auch nicht ganz so pappsüß. Wir haben auch Whey drin, glaube ich. Deswegen der hohe Proteingehalt. Und schmeckt auf jeden Fall richtig lecker nach Erdnuss. Und ja, nicht so krass süß. Also da müsstet ihr eine andere Sorte nehmen. Zum Beispiel das Banana. Oder ja genau, das Banana ist ziemlich süß. Das hier nicht so, aber es ist ja bei Erdnuss oft so. Ich genieße das Eis jetzt und danach zeige ich euch nochmal genau, was drin ist. Wir werben natürlich vor allem hier so mit Fitness und so, weil das durch den hohen Proteingehalt für Fitnessleute auch sehr interessant ist. Es ist glutenfrei, ohne Aromen und Farbstoff und ohne Zuckerzusatz. Aha. Und nennt sich auch Premium-Protein-Eis. Ihr könnt jetzt mal Pause drücken. Hier, da ist nochmal beschrieben, was das ist. Und das sind die Sorten. Wir haben also Chocolate Chip, das Schokoladeneis mit Schokostückchen. Das sind auch diese kleinen wieder. Sehr lecker und schmeckt auch gut kakaoig und nicht zu süß. Auch die Nährwerte. Dann Strawberry Vanilla. Das ist, ja, wer so Vanilleeis und Erdbeer mag, ist ja anscheinend sehr beliebt, der wird das auch mögen. Mir war es ein bisschen langweilig fast schon. Hat auf jeden Fall so die niedrigsten Nährwerte, glaube ich. Und dann ist das, was wir uns gerade angeschaut haben, hier. Und dann haben wir Banana Chocolate Chip und das ist wirklich gut. Das hat auch die höchsten Nährwerte, aber es ist echt lecker. Das ist nämlich Bananeneis mit knackigen Schokostückchen, auch wieder die kleinen. Und ja, das ist sehr lecker. Im Prinzip haben wir also in allen drei Sorten diese Schokostückchen drin, nur in dem eben nicht. Und hier haben wir noch dieses leckere Bananeneis dazu. Hier ist der Peanut-Geschmack in der Grundmasse und hier der Schokoladengeschmack. Also eigentlich alles sehr basic gehalten. Und trotzdem eben mal was anderes, weil es geilere Geschmacksrichtungen sind. Also, wenn ihr es probieren könnt, probiert es mal aus. Ihr solltet aber jetzt kein Sahne-Eis erwarten oder so. Es ist halt wirklich ziemlich wässrig, aber trotzdem lecker, wie gesagt, vom Geschmack her. Und bei den Nährwerten, was soll man erwarten, ne?
Okay, ich freue mich, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert und bitte kommentiert, also ob euch das interessiert oder ob ihr sagt, ne, dann lieber richtiges Eis. Weil ich bin nur am Überlegen, ob ich sage eher richtiges Eis oder so ein Proteineis. Ich weiß es auch gar nicht genau. Mal schauen. Ciao, die Kamera überhitzt gerade. Während ich hier mein Eis genieße, habe ich gerade Pause machen müssen, weil ich dort, da läuft er schon weg, den Johannes Lukas gerade getroffen habe. Ich weiß nicht, wer von euch, der in der Fitnessszene ist, kennt ihn vielleicht ein bisschen. Super nett mit seiner Frau und Tochter. Ihr seht das in dem Eis, dass es sehr schnell schmilzt, weil da wahrscheinlich gar nicht so viele Inhaltsstoffe drin sind, die das irgendwie fitbar machen. Deswegen schmilzt das sehr schnell. Und jetzt können wir uns an dem Punkt auch mal angucken, was wir da noch drin haben. Und zwar steht hier, es ist Erdnussproteineis mit Süßungsmittel Xylit. Das ist also dieser etwas kalorienärmere Zucker und Maltit. Zartbitter-Schokoladentropfen. Es ist ja auch meistens so, dass Schokolade, die zuckerfrei gemacht wird, mit Maltit gemacht wird. Das sind 5%. Kommt mir fast schon mehr vor. Die sind wirklich überall und knacken schön im Mund. Also die sind sehr positiv anzumerken, diese Schokotropfen. Ansonsten entrahmte Milch, Molkenproteinkonzentrat, Süßungsmittel Xylit eben, diese Zartbitterdinger, Kakaomasse und 3% Erdnussmus. Natürlich nicht so viel für ein Erdnusseis, aber bei den Nährwerten kann da auch nicht viel mehr drin sein. Aber ist auf jeden Fall eine gute Alternative, wenn man mal was Gesundes haben möchte und trotzdem so ein bisschen Ben & Jerry's zum Beispiel, so ein bisschen seinen Cheat-Hunger stillen möchte, dann ist es wirklich eine gute Alternative, aber man kann es wirklich nicht mit Creme-Eis aus dem Supermarkt vergleichen, also mit bekannten Sahne-Eissorten, die es so gibt. Das ist schon was anderes, aber es ist auf jeden Fall Alternative zu den ganzen anderen Sorten, die es so gibt, die Frozen-Joghurt-mäßig sind, weil die meistens nicht so viel Protein haben. Also deswegen ist das hier gerade für Sportler auch interessant. Das ist meistens nur sowas wie Vanille oder Schoko und hier hat man eben zum Beispiel sowas wie Erdnuss. Und es ist also cremig ist es nicht wirklich, aber der Geschmack ist ganz gut. Bei mir ist es wieder ein bisschen zu herzhaft. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich nicht so der Erdnuss-Fan bin. Was mir super richtig gut geschmeckt hat, war das mit Banane. Das werde ich euch, wenn es euch interessiert, auch nochmal reviewen, wann anders. Ich kann das ja auch nochmal woanders kaufen. Bitte mal drunter schreiben, ob euch die anderen Sorten überhaupt interessieren oder ob ihr sagt, nee, wollt ihr nicht. Ihr könnt es auf jeden Fall auch bestellen im Internet.